So, nächste Folge MW3. Danke, dass du das Video eingeschaltet hast übrigens. Und jetzt rede ich in der Folge nochmal kurz von dem England-Zeug. Also, ich nehme jetzt gerade hier am 8. Mai auf, weil ich gerade ziemlich viel vorproduzieren muss. Wegen, weil ich ab Sonntag, also nächsten Sonntag, also am 12. Mai, gehe ich um 3.30 Uhr morgens, fahren wir da von der Schule bei uns weg. Und fahren dann nach England und sind dann erst 20.15 Uhr sind wir dann dort. Abends 20.15 Uhr und morgens 3.30 Uhr fahren wir los, ja. Wird eine ziemlich lange Fahrt. Ja. Dort in England gehen wir dann auch so nach nach London ins Madame Tussauds und so. Und was wir auch machen, es ist halt auch noch in andere so Städte gehen, dort auch vielleicht irgendwie, können wir auch so als Gruppen so rumlaufen dann dort. Und außerdem wohnen wir dann dort in so Gastfamilien. Ich bin in der Dreiergruppe, also mit zwei anderen zusammen. Auch zwei anderen aus meiner Klasse halt. Sind wir bis noch zu dritt hier auf dem Server. Verrückt. Und zwei connecten gerade, glaube ich, oder so. Das war doch gerade mal genial, okay, oder? So. Ja, unsere zwei Parallelklassen, also halt A- und C-Klasse, weil ich bin B-Klasse, also ich bin in der B-Klasse und A- und C-Klasse wäre eigentlich, die gehen nach Frankreich in der Woche nach den Ferien. Und am Anfang haben sie halt sich immer über uns lustig gemacht, so, ja, die gehen ja nach Frankreich und wir dürfen ja nirgends hin, weil bei uns war noch nicht klar, dass wir irgendwie nach England gehen oder so. Why? Warum? Ja, also bei uns war es noch nicht klar, dass wir nach England gehen. Und deshalb haben die sich immer so, haha, wir gehen nach Frankreich und ihr dürft nirgends hin oder so. Aber als es dann klar war, dass wir nach England gehen, ja, dann haben die plötzlich gemeint so, oh Mann, jetzt dürfen die nach England, wir würden viel lieber nach England als nach Frankreich und so. Aber naja. Gell? Das wird auf jeden Fall ziemlich witzig in England. Vielleicht mache ich da sogar mal irgendwelche Videos, die ich dann danach hochlade, irgendwie mit dem Handy oder so. Muss ich mal schauen. Deshalb muss ich jetzt ziemlich viel vorproduzieren, weil nach der Woche, wo ich dann in England bin, sind bei mir auch noch Pfingstferien. Zwei Wochen, weil ich bin ja, wohne ja in Baden-Württemberg. Und deshalb bin ich dann drei Wochen am Stück weg. Also muss ich jetzt für drei Wochen vorproduzieren. Let's Plays, dass täglich ein Video kommen kann. Naja. Und deswegen nehme ich jetzt halt schon am 8. Mai auf, obwohl die Folge wahrscheinlich erst irgendwie, keine Ahnung, entweder Ende Mai oder Anfang Juni kommt oder so. Da muss ich ja mal schauen. Weil ich dann schon fortgeschritten bin so mit den Folgen. So ist das, ja. So ist das. Und heute ist ja übrigens ja, ist ja gerade Donnerstag, also nein, nicht Donnerstag, sondern Mittwoch. Der 8. Mai, wie ich schon öfters gesagt, es war ein Mittwoch. Wie sich vielleicht manche noch daran erinnern. Und bei mir in der Schule, da war so ein Gemeinschaftstag heute. Da kann man halt so, da haben wir unsere Schule so ein bisschen aufgefrischt so. Also zum Beispiel im Zimmer solche Pinnwände neu gestrichen, die waren also ganz voll gekritzelt mit so komischen Zeichnungen, so über die Jahrzehnte. Das haben wir jetzt alle neu gestrichen. Ich war zwar nicht beim Streichen dabei, weil ich beim Fototeam dabei war. Ich habe Fotos von den Klassen gemacht. Also wir haben heute auch so Klassenfotos gemacht. Dieses Mal nicht von Fotograf, sondern von Schülern und von Lehrern halt zusammen so. Und ich war der mal die Schüler auf dem da so hingestellt hat fürs Bild, also eine Treppe so aufgestellt, indem man gesagt, wo sie hin müssen, die kleineren nach vorne und so Zeug, und die größeren halt nach hinten, und ich war der es einmal dann gesagt hat, wo sie hin müssen und so Zeugs, und ja, war eigentlich ganz witzig. Jetzt weiß man auch mal, wie das so ist, wenn man entweder wie man als Fotograf die Schüler immer hinstellen muss oder auch wenn man als Lehrer hinbekommen muss, dass hier 25 Fünftklässler auf einen hören. Weil ich meine, 25 Fünftklässler springen einfach mal im Kreis rum und dann hören sie nicht mehr, was sie sagen, was man sagt oder so. Ne? Also
Ja, aber es hat eigentlich schon ganz gut funktioniert. Nur eine Klasse, die hat immer ein bisschen Chaos gemacht, aber die anderen waren eigentlich ziemlich, ja, gehorsam, sagen wir es so. Es gab auch noch eine andere Gruppe, die hat für die Schulverfassung, also Hausordnung und so, ne? Schulordnung. Da so Veränderungen angebracht, wie zum Beispiel, darf man ab jetzt im Aufenthaltsraum auch während des, auch in den Pausen sein Handy benutzen oder so, oder darf man in der großen Pause sein Handy benutzen? Oder sogar in den 5-Minuten-Pausen zwischen den Stunden, darf man da sein Handy benutzen oder so? Oder soll vielleicht irgendwelche Spielgeräte auf dem Schulhof gebaut werden? Oder so Zeug, ne? Also nicht nur Schulordnungsänderungen, sondern auch so Sachen wie Anregungen, die gemacht werden können. Wurden das so durchgeplant? Da hätte man auch reingehen können in die Gruppe, aber ich bin lieber zum Fototeam gegangen. Ja. Deshalb musste ich dann auch nicht beim Streichen mitmachen. Deshalb war ich dann einer von den paar aus meiner Klasse, die jetzt heute nach der Schule nicht gerade vollgemalt nach Hause gekommen sind. Ja. Und morgen ist dann ja, also bei mir ist morgen dann Maria Himmel, oder wie ist es mal? Maria Himmelfahrt? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist der. Wer ist denn? Feiertag, der morgen ist. Und am Freitag. Ich schau kurz mal nach. Nicht Maria Himmelfahrt, sondern Christi Himmelfahrt. Jetzt habe ich gerade was verwechselt. Ja. Und am Freitag kann man dann so Brückentag, damit wir dann halt auch noch frei haben. Deshalb habe ich ab heute, also ab heute jetzt frei, 3,5 Wochen lang. Weil halt nächste Woche dann direkt, also bei mir jetzt nächste Woche. Wenn ihr das Video seht, bin ich schon längst wieder zu Hause. Von England. Aber wenn ich das aufnehme, da bin ich noch davor und so. Und deshalb habe ich jetzt 3,5 Wochen lang frei. Wegen diesem Feiertag, dann England und dann noch Pfingstferien, ja. Also ziemlich gut und so. Ja, und deswegen. Ja, nehme ich jetzt auch schön alles auf hier. Und dann müsste ich eigentlich bald auch schon alles zusammen haben. Für die ganzen Wochen, wo ich weg bin. Und wenn ich wieder zurück bin, dann würde ich ja sehen, vielleicht lade ich da ein paar Videos von England oder auch von anderen Sachen hoch. Wäre bestimmt ganz witzig. Irgendwelche Videos zu machen. Ihr müsst bloß wissen, wahrscheinlich höre ich mich in den Videos komplett anders an, weil Mikrofon vom iPhone und so ist halt anderes als das, was ich hier habe. Aber man soll ja schon auch wissen, dass ich das bin. Hoffentlich zumindest. Muss jetzt schauen. Natürlich, da werden natürlich keine Personen von meiner Klasse drauf sein, außer irgendwelche wollen das oder so. Wahrscheinlich ich selber wird wahrscheinlich auch nicht drauf sein, weil ich mich ja erst irgendwann mal zeigen will, wenn ich irgendwie mehr Abonnenten habe, weil ich finde das selber ziemlich bescheuert, wenn sich Leute irgendwie schon so bei 100.000 Abonnenten schon so zu so zeigen. Na, das finde ich irgendwie, nee. Oder am besten sonst so mit Facecam in der Ecke. Ja, das mag ich irgendwie nicht so. Finde ich aber ein bisschen bescheuert. Deshalb mache ich das selber nicht. Übrigens müssen wir dann nach England, oder ja, sollen wir dann nach England so ein Gastgeschenk für die Familie mitnehmen, in der wir dann dort wohnen. Und ja. Wir, also meine zwei Kollegen da und ich halt haben uns gedacht, dass wir für die Gastfamilie, wo wir keine Ahnung haben, wie viele Leute das sind, ob das jetzt bloß eine Frau ist oder ob das eine Frau mit einem Mann ist, ob es ein Mann oder ein Mann mit einer Frau und zwei Kindern oder einem Kind oder gar keinem Kind oder wir wissen gar nichts, ja. Und ja, da haben wir jetzt uns also gedacht, vielleicht nehmen wir irgendwie ein Nutella-Glas und eine Milka-Schokolade oder drei Milka-Schokoladen dazu oder so. Einmal normale Milka-Schokolade, ganz normal, so die ganz normale Classic und so. Und dann dazu vielleicht noch eine mit Nuss und eine mit irgendwelchen Früchten, Erdbeer oder sowas. Nehmen wir mal. Nehmen wir dann mit halt, ne? Für die Gastfamilie sozusagen das Geschenk. Und ich habe gehört von anderen Gruppen, manche nehmen einen Kalender von unserer Nebenstadt mit. So Kalender, wo Bilder aus unserer Nebenstadt drauf sind. Finde ich ein bisschen komisch. Naja. Andere wiederum nehmen irgendwie Wiebele. Oder Gummibärchen, Päckchen, ganz viel, also viele Gummibärchen halt. Und auch Kaffee oder sowas mit. Ja, also Wiebele, wer nicht weiß, was Wiebele ist, und das sind so kleine Teigstückchen. Keine Ahnung, ob man das in ganz Deutschland kennt. So kleine Teigstückchen,
wie so kleine Tröpfchen sind es fast schon, so kleine Teigtröpfchen, also ich weiß nicht ganz genau, was für ein Teig das ist, aber ja, die ist man dann halt so wie so kleine Mini-Kekse. Das sind immer so zwei Tröpfchen so verbunden, so. Warum ist es plötzlich so leckig hier alles? Alter. Ich habe eigentlich vollen Ping, naja. Alter. Die Runde spiel ich vielleicht noch fertig. Muss mal schauen. Dauert halt eine Weile. Und so. Yes, lagging. Ja, also, na, werde ich wahrscheinlich in England und vielleicht auch da, wo ich dann danach bin, Videos machen. So ein bisschen was aufnehmen, das dann so hochladen. Wenn ich also, ihr könnt davon ausgehen, dass vielleicht ab dem 17. oder 18. dann schon wieder so ein paar Videos so zwischendurch vom iPhone aus hochgeladen kommen. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich es überhaupt mache oder, ja, und wenn dann, ja, wahrscheinlich. Von England werde ich wahrscheinlich schon eher mehr welche machen, aber von danach weiß ich noch nicht ganz genau. Ist vielleicht nicht ganz so interessant. Ist halt nicht im Ausland oder so, sondern ein bisschen Deutschland. Deshalb ja. Ne? Könnt ihr euch vielleicht, also sehr wahrscheinlich auch Videos aus England freuen. Das wird bestimmt ganz toll, ja. Jetzt muss ich mir gerade mal wieder ein bisschen hier konzentrieren. Ich kacke ja gerade mir ja richtig ab. Kommt von dieser ganzen Erzählerei hier. Also kann ich noch von dem Gemeinschaftstag, wo wir heute in der Schule hatten, irgendwas erzählen? Ah, genau, am Ende von dem Tag haben wir noch so. Hat jeder Schüler von der Schule so einen kleinen Block, so Klebeetiketten da bekommen, so. Nicht Etiketten, sondern sich jetzt so einen Notizblock mit so einem Klebestreifen dran. Kennt ihr doch bestimmt diese kleinen Zettelchen, wo so eine Seite so beklebt ist, damit man so hinkleben kann. Und solche Blöcke hat jeder Schüler bekommen. Und es war so abnormal, wie das Schulhaus danach aussah, als es jeder hatte dann. Der komplette Boden war zugeklebt mit diesen Zettelchen. Alle Wände waren voll mit solchen Zettelchen. Das war nicht mal normal. Alles voll mit diesen Zettelchen. Ich meine, das ist ja auch vollkommen schwachsinnig, die ganzen Schule solche Zettel dazu geben. Weil ich meine, die Schüler, das ist ja wohl klar, dass die Schüler das dann überall hinkleben. Ich habe da übrigens nichts mit gemacht mit dem Hinkleben. Oh. Mit dem Hinkleben. Jetzt habe ich da aus Versehen Reaktion und so. Ne? Also, Schüler, das ist aber klar, dass Schüler das dann überall im Schulhaus rumkleben. Einer der strengsten Lehrer in unserer Schule hat sich dann voll drüber aufgeregt und hat einfach mal einen von meinen Zimmerkollegen in England einfach mal gesagt, so, du machst jetzt alle Zettelchen da weg, und dann musste der alle Zettelchen vom Boden aufsammeln und von den Wänden abziehen. Das ist natürlich nicht alle, aber halt in dem einen Gangbereich da. Ja, ist zum Glück einer, der nicht mit dem Bus nach Hause fahren muss, weil er in der Stadt wohnt, wo die Schule ist. Ich wohne ja in so einem Nebenort von der Stadt, wo meine Schule ist. Deshalb muss ich mit dem Bus nach Hause fahren. Deshalb hätte ich es nicht machen können, das aufsammeln. Sonst hätte ich meinen Bus verpasst. Das wäre nicht so toll gewesen, so am letzten Schultag so einen Bus verpassen. Obwohl, da wäre kurz danach auch noch einer gefahren, aber naja. Wenn hätte ich den auch noch verpasst, wäre nicht so toll gewesen. Gibt es noch irgendwas zu erzählen von diesem... Ja, wir hatten morgens halt auch noch so ein Frühstück so vor der Schule. So ein gemeinschaftliches Frühstück mit der ganzen Klasse, ja. Und da konnten wir halt so, weil zwei aus unserer Klasse haben sich so bereit erklärt, so, dass sie zum Bäcker gehen morgens und sich für die ganze Klasse Sachen kaufen. Und da konnte jeder dann was bestellen, was er... Warte mal, kann man was testen. Hat er doch nicht, gut. Konnte jeder was bestellen, was er haben wollte. Und ich habe zum Beispiel eine Butterbrezel bestellt oder so. Und das hat man dann alles bekommen. Am Dienstag muss man schon bezahlen. 95 Cent für so eine Butterbrezel halt. Und ja, dann hat man die heute dann bekommen heute Morgen und konnte die dann essen und so. Ne? Und danach, kurz nach dem Essen, mussten wir dann auch schon los.
Also zwei aus meiner Klasse, ich und noch jemand anderes. Also nicht einer von denen, die in meinem Zimmer sind, England sind, sondern andere. Also das hat fast getroffen, das Messer. Ein anderer halt, mit dem musste ich das machen. Der hat auch so die Züge hingestellt, aber ich habe eigentlich, wir haben jetzt so die Aufgaben so geteilt, weil so eine ganze Klasse so alleine so hinstellen, da dreht man, wird man vielleicht mal am Ende schon mal verrückt, weil da muss man ja richtig rumschreien, damit die überhaupt auf einen hören. Das merkt man auch bei den Lehrern, die Lehrer, die ganz normal alles sagen, da hören die kein Wort drauf, aber die Lehrer, die dann rumschreien, wie so ein Bescheuerten, da hören sie dann auch auf. Auch, ne? Das brennt jetzt auch, Scheiße. Ja. Und danach, nachdem wir fertig waren mit diesen ganzen Klassenfotos, die wir übrigens draußen in der prallen Sonne gemacht haben, ja, also die Leute auf dem Bild mussten immer voll in die Sonne so halbwegs reinschauen, hat ein bisschen geblendet, aber naja, ich fand es selber nicht so schlimm, aber viele Leute fanden es irgendwie voll schlimm. Naja. Danach mussten wir auch die Bilder von dieser Speicherkarte auf dem, da hier, auf dem PC übertragen. Auf so einem Premium-PC, der in der Schule rumsteht. Kennt ihr wahrscheinlich diese genialen PCs, die dann richtig viel können. Wo man dann halt erstmal die ganzen Bilder drauf machen musste und danach halt diese dann auch noch von der Homepage kleiner machen. Damit dann der Lehrer, der das immer macht mit der Homepage, das vielleicht mal so in den nächsten Wochen, Tagen hochladen kann. Auf die Homepage, damit man das dann da anschauen kann. Diese Klassenfotos da. Unsere Klasse hat auch noch so Spaßbilder gemacht, weil unsere Klasse hat dann noch so Fliegen, so Krawatten und so Zeugs und so Brillen und Schnurrbärte so aus Papier ausgeschnitten. Und das konnten wir uns dann so hinheben halt so beim Foto. Und da haben wir ein bisschen Spaßfoto gemacht von der ganzen Klasse. Sieht ganz witzig aus. Und danach haben wir natürlich auch noch ein ganz normales Foto gemacht. Ja, das war eigentlich alles, was heute so war. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich die beste Aufgabe am Tag. Nämlich, wir mussten eigentlich die ganze Zeit draußen stehen und haben halt Bilder gemacht in der Sonne. Und die anderen mussten drin halt Wände streichen und Wände abputzen, abschrubben, weil die irgendwie ein bisschen schmutzig geworden sind, manche Wände. Naja, ist eigentlich ganz witzig gewesen heute. Jetzt haben wir halt noch hier 3 Tage frei und am Sonntag ganz früh morgens geht's dann los. Also am 12. Mai, für die es noch nicht mitbekommen haben, dass ich am 12. Mai losfahre. Habe ich es in dem Video schon mal gesagt, dass es am 12. Mai ist, glaube ich schon, gell? Ja. Das ist jetzt wirklich mal so ein Video, wo ich voll viel so erzähle und so, ja. Voll verrückt, gell? Hätte ich auch irgendwas anderes zu erzählen? Ja, auf jeden Fall so. Oh, schönes Satellitenschüssel. Was gibt's denn sonst noch so? Boah, Alter. Ach ja, übrigens, der Typ, der mit mir die Fotos da gemacht hat, der ist mit dem Flaystrip in einer Gruppe, also Flaystrip geht ja auch damit. Flaystrip ist übrigens der, mit der mit mir die Let's Play Together macht, für die es nicht wissen. Let's Play Together Minecraft macht er mit mir. Müsst auch mal einfach bei YouTube suchen nach Flaystrip LP. Findet ihr bestimmt sofort. Macht in letzter Zeit nicht ganz so viele Videos, weil er eher mehr Videos machen will, wenn er einen neuen PC hat. Ja. Und der ist halt in England in der gleichen Gastfamilie wie der mit mir Bilder gemacht hat. Heute. Naja. Scopes und Hex, wie kann man eigentlich dieses Scopin? / Scopin. Photo Kick.
Kopien. Nein, das geht nicht. Vielleicht so, wenn man es mit slash for. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Rauswurf da macht. Also hier. Oh, ja gut. Irgendwie hatte ich so im Gedächtnis, dass es gar nicht geht. So, aber naja. Naja. Ich habe keine Ahnung, ob der hackt, aber naja, irgendwie habe ich gerade mal gedacht, ich sollte den mal kicken. Außerdem haben wir ja dann noch neue Sitzungen gemacht. Ich sitze eigentlich ganz gut, ich sitze auf jeden Fall neben zwei, mit denen ich auf jeden Fall ganz gut zurechtkomme. Nicht irgendwelche komischen Typen, die irgendwie voll komisches Zeug reden die ganze Zeit, naja. Auf jeden Fall sitze ich neben welchen, die jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nichts reden, aber auch neben welchen, die jetzt nicht die ganze Zeit was reden, also damit man auch noch aufpassen kann im Unterricht. Nur einer von uns, der sitzt irgendwie voll abseits. Deshalb ist der, jetzt hat er jetzt nicht gerade den besten Platz, aber immer dann, wenn wir nicht unsere Klassenlehrerin haben, dann können wir uns umsetzen, ne? Weil nur unsere Klassenlehrerin achtet auf die Sitzordnung, und wenn wir uns bei der Klassenlehrerin umsetzen, dann bekommen wir richtigen Ärger. Aber bei anderen Lehrern, das ist scheißegal, ob wir uns umsetzen oder nicht. Naja, ist eigentlich das Kopien jetzt draußen? Tatsache. Erstmal Lupo Boot kicken. Spieler rauswerfen, Lupo. Einfach die geniale Idee. Alle, die vor einem sind, rauskicken. Ist eigentlich voll gemein, aber. Irgendwie hatte ich gerade Verlust drauf. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich selber gewollt gekriegt. Ich sehe es schon kommen. Boah. Wie ich den einfach mal nicht getroffen habe. Jetzt sehe ich wieder jemand hinter mir. Ja. Ich weiß doch gar nicht, was ich vielleicht noch aufnehme. Ich muss mal schauen, vielleicht reicht das jetzt auch schon, dass ich die drei Wochen da über. Ich stehe hier noch mit Videos jeden Tag und so. Finde ich natürlich ziemlich witzig mit diesem hier Videos in England machen und dann hochladen. Ich kann natürlich auch die Videos in England machen und dann zu Hause erstmal so zusammenschneiden. Dass man sie dann besser zusammen hat. Hätte natürlich auch was. Aber in England hochladen tue ich es auf jeden Fall nicht, weil ich mein mobiles Internet, Ausland, ne? Na und so. Kostet ein bisschen was viel. Deshalb nicht, natürlich nicht direkt in England, aber halt danach dann. Ja, erstmal dafür stimmen, dass Optika rausfliegt. Optik Ika, wahrscheinlich ist es so ein Optik-Fanboy-Typ wieder. Mit einem Schuss und es geht in die Luft. Hardscope, ah. Der Hardscope also. Der Optik Ika. Von wo? Hilfe. Der Optik Ika Hardscoped. Festies Viper. Wir einfach alle immer für Ja stimmen, verdammt nochmal.
War da nicht gerade jemand? Ah, da! Es ist Optik-IK doch nicht rausgeflogen. Schade. Es ist festes Werfer nicht rausgeflogen. Schade. Aber es hieß ja, dass der irgendwie hacken will, dieser. Der Typ hier. Alter. Alter, boah. Hey, ja, bleib da stehen, bleib da stehen. Hammer unlustig, dass der gerade nicht von dem Faster gestorben ist. Hätte ich noch irgendwas zum Erzählen, sagen, reden, irgendwas? Ich bin auch mal gespannt, wie viel Abonnenten ich dazu bekomme in der Zeit, in der ich weg bin. Auf meistens ist es wahr, weil ich fände es ja immer ganz gut, wenn ich mein wäre. Es geht ja nicht bloß darum, dass da Abonnenten dran stehen, weil was im meisten der Welt bringt es einem, wenn da 2000 Abonnenten dran steht und man dann trotzdem bloß 30 Aufrufe pro Video hat oder so. Wenn das fände ich dann auch immer ein bisschen komisch irgendwie. Es geht mir eher um die Aufrufe und nicht hier um irgendwie Abonnenten oder so. Und es geht mir auch nicht darum, dass ich mit den Aufrufen irgendwie Geld verdienen kann oder so. Sondern es geht mir halt einfach darum, dass ich mit den Videos Leute unterhalten kann und dass die dann vielleicht, wenn die mir dann auch einen Daumen hoch geben dazu, dann finde ich das einfach richtig, richtig gut. Striker Stop Hardscope. Ja, wir wissen, gefällt gerade mal. 5 Kills noch. Vier Kills noch. Ist nicht dein Ernst, noch immer noch 4 Kills? Boah. Denn jetzt gerade, aber ich treffe ja gar nichts mehr. Alter, was geht denn jetzt gerade ab, Alter? Ach, 3 Kills noch, meine Güte. Einen einzigen Kill noch. Schauen wir mal, ob ich da irgendwas drin kann. Vielleicht soll ich die Wand mal. Hätte natürlich was. Das ist so genial, wenn ich jetzt noch irgendwas treffen würde, so. Hammergeil. So, danke fürs Anschauen, wir werden nicht vergessen und na, ich hoffe, euch hat das Video wirklich gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte, das würde mich sehr freuen und dann auch abonnieren. Würde mich auch sehr freuen, gell? Und vielleicht auch mal wieder ein paar andere Videos von mir anschauen, natürlich nur, wenn es euch gefallen hat, weil sonst hat es ja keinen Sinn, gell? Also dann tschüss.